trafen sich dereinst die Affen, die menschenähnlich wurden erschaffen, und hielten einen Affenrat im großen Urwald Affenstaat. »Ach, Freunde«, rief der Silberrücken, »ich hoffe doch, es wird uns glücken, zu retten unsere Affenheit. Wir sind fürs Menschentum bereit.« »Ja«, fiel der Orangutan ein, »wir Affen wollen wie Menschen sein. Ein jeder Affe soll besitzen, das ist humaner als Stibitzen.« Auch der Schimpanse hob die Hand und ging in den Zweifüßlerstadt. »Gelobet sei das Eigentum, es bringt uns Macht, es bringt uns Ruhm.« »Was tun?« der Silberrücken fragt und mahnt. »Es bringt nichts, wenn man klagt. Wie werden wir Affen endlich groß? Wie werden wir zu Menschen bloß?« Der Orang faltet seine Stirn, es arbeitet im Affenhirn. Dann schält er stumm ne Apfelsine, er braucht zum Denken Vitamine. Da meldet sich ein Bonobo. Er knackt ganz nebenbei einen Floh und ruft mit schrillem Affenton: »Wir wollen den König mit dem Thron!« »Das ist's!« Der Silberrücken lächelt. Mit einem Blatt er sich befächelt. »Wir holen aus Amerika den Trump. Der ähnelt uns aufs Haar.